believe us, just watch. Late night, I go uptown. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play FIFA 16, dem Karrieremodus mit dem SV Darmstadt 98. Heute geht's gegen Hoffenheim, auswärts. Hinspiel haben wir ja zu Hause 3-1, glaube ich, gewonnen gegen die Hoffenheim. Beim letzten Spiel gegen Schalke waren wir froh, da war ich froh, dass wir überhaupt einen Punkt geholt haben. Da waren wir echt nicht gut. Da haben wir echt schlecht gespielt. Hier spielen wir schon wieder gegen Verfolger. Jetzt der 5. gegen den 6. Darmstadt gegen Hoffenheim. Ich hätte das gar nicht gedacht von den Hoffenheimern. Ich fand die gegen uns eigentlich gar nicht so stark. Damals haben wir auch in Orange gespielt. Aber glaube, vielleicht. Mal gucken. Soll wieder dieselbe Aufstellung sein, dieselbe Aufstellung sein. Und ihr habt schon gesehen, unsere beiden Neuzugänge, die ich euch gleich mal präsentieren werde. Wir machen einfach mal heiter. Und zwar ist das unser Linksverteidiger Kavanda, ne? Neuzugang von Trabzonspor. Der hat jetzt schon eine 76, der hatte im letzten Spiel noch eine 75 gehabt. Und vorne der Stürmer Success hatte vorhin eine 70, hat jetzt schon eine 71. Neuzugang vom FC Granada. Spanischer Erstligist. Und gucken wir mal, dass wir hoffentlich gegen Hoffenheim wieder punkten. Diesmal aber bitte dreifach. Sprich ein Sieg. Egal wie, auch vom spielerischen her muss das jetzt wieder ein bisschen besser laufen. Da war ich nicht ganz zufrieden im letzten Spiel, muss ich wirklich sagen. Aber mal gucken. Wir haben ja heute eine neue Möglichkeit, das ein bisschen besser zu machen. Auch unsere Neuzugänge mehr zu integrieren in die Mannschaft. Dann gucken wir einfach mal. Hier, wie gesagt, der angesprochene Kavanda zeichnet sich aus durch Schnelligkeit. Und genau das finde ich gut. So, jetzt probieren wir es mal über Teige, über Frančić. Vielleicht müssen wir halt mal ein bisschen riskanter einfach spielen. Einfach mal ein bisschen mehr ein paar mehr Fehlpässe natürlich. Einfach vielleicht mal drauf gehen. So wie hier von Rausch. Ah, jetzt kriegen die den Freistoß. Warum denn? Gegen Scher. Scheiße. Also was ich sagen wollte. Vielleicht mal vorne drauf gehen ein bisschen früher. Aber dürfen natürlich da noch die Verteidigung nicht vernachlässigen. Das ist auch ganz wichtig. Jetzt gucken wir mal, wie die Hoffenheimer hier reinkommen. Kalle Rabeck, Volland. Ist von denen der beste Torschütze. Glaube ich zumindest gelesen zu haben. Kavanda, Caldirola, Kavanda. Die stehen da mit 4-5 Mann auf einem Fleck. Und dann muss ja irgendwo ein bisschen Freiraum sein. Niemeyer gelingt, der passt nicht raus zu Rausch. Und somit Schmied auf Polanski, Kim Min-Soo und Niklas Süle. Oh, macht das Ganze Spahn. Und Julian, jetzt bin ich schon wieder bei Julian. Teigel Georg natürlich. Hat versucht noch daran zu kommen, den Ball. Wurde aber leider nichts raus. Aber auf Süle müssen wir ein bisschen Druck machen. Der scheint... Oh, das war auch ein riskanter Pass. Der scheint sehr unsicher zu sein. Haben die Hoffnung mal Glück, dass sie am Ball bleiben. Aber der Fehlpass. Und Caldirola und über Sulu. Der Ball bei Niemeyer. So, wer hinterläuft mich jetzt? Komm, Rausch, hinterlauf. Teigel hinterläuft. Jawohl, der ist doch auch schnell. Komm, in der Mitte Success, unser Neuzugang. Der ist auch groß. 1,80 Meter, da ist schon Success! Ah, schade. Erster Versuch von Isaac Success. Da haben wir den Neuzugang. Wie gesagt, angesprochen vom FC Granada. Ist ungefähr so groß wie Rosenthal, 1,80 Meter. Schade. Und dann schraubt er sich da hoch und leider ist der Ball nicht ein bisschen tiefer angesetzt worden. Ansonsten hätte es hier 1-0 für uns gestanden. So, Eckball. Rausch. Und da ist der kleine Heller. Wieder Success. Rausch. Oh, Abseits. Habe ich gar nicht gesehen. Scheiße. Naja. Aber wir sind auf jeden Fall schon mal besser im Spiel drin. Wir haben die erste Chance des Spiels. Lassen hinten noch wenig zu. Das ist ebenfalls sehr gut. Mal gucken, was von den Hoffenheimern kommt. Da ist Jonathan Schmid. Und wieder, okay, ich dachte, das war Süle, das war Fabian Scheer, aber das war genauso riskant. Rausch verliert da den Zweikampf gegen Jonathan Schmid. Wieder Polanski, aufgepasst, und der geht übers Tor. Halb Flanke, halb Torschuss, oder was sollte das sein? Naja, zum Glück ging er rüber. Somit passen wir einfach mal durch die Mitte. Oh, das war riskant, ey. Aber okay, ein bisschen Risiko gehört auch mit dazu. Da haben wir jetzt ein bisschen Glück gehabt. Frančić unten auf Václav Kade. Und in der Mitte Isaac Success. Ich hoffe, der wird so ausgesprochen. Sonst ist das hier voll lächerlich, was ich hier gerade sage. Aber ich glaube, der wird so ausgesprochen. Success. Oder erstmal Kavanda. Oh, das ist kein Foul von Polanski. Geht auch weiter. Wir haben weiterhin den Ball. Rausch auf der Außen gegen Schmid. Ja, Rausch wird da schön bearbeitet von denen. Gar keine Frage. So, da ist wieder Isaac Success. Und Václav Kadlec geht da hin. Nee, Eckball. Eckball ist besser.
Eckball ist besser als gar nicht. Also wir spielen ein super Auswärtsspiel, muss ich sagen. Super. Stehen hinten gut. Vorne geht auch hoffentlich jetzt ein bisschen mehr. Achtung, da kommt Niemeyer, glaube ich. Oder was, Francic? Oder sogar Heller? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall nächster gefährlicher Kopfball. Von uns aber leider vorbei. So, Caldirola, Heller. Oben auf Rausch. Der ist jetzt aber gegen zwei. Aber schafft er, gegen zwei Leute. Sehr schön. Jetzt eine punktgenaue Flanke. Da ist wieder Isaac. Success. Schade. Schade, schade, schade. Aber der Junge, der wird noch sehr Gold wert sein. Er ist auf jeden Fall schnell. Also er hat auf jeden Fall schon mal einen Vorteil gegenüber Jan Rosenthal. Und Sandro Wagner und den ganzen Stürmern, die wir bei uns haben im Kader. Und im Sommer kriegen wir noch Verstärkung von Diekmeyer. Ja, Rechtsverteidiger. Umsonst, ne? Also der Vertrag läuft in einem halben Jahr ab. Wir haben uns den geschnappt. Und dann haben wir noch einen Mittelfeldspieler von Sivasspor aus der Türkei uns geschnappt. Ebenfalls wie Diekmeyer umsonst. Nur ein bisschen Gehalt mussten wir zahlen. Und dann gingen die beiden Transfers auch in den letzten beiden Parts rund über die Bühne. So. Und jetzt schauen wir einfach mal. Also die Hoffenheimer kommen so richtig noch nicht hinten raus. Hinten haben sie, Schwächephasen gehabt. Kleinere Schwächephasen nach vorne. Sind sie Gott sei Dank noch harmlos, sag ich mal. Also sie haben noch eine super Offensive. Ne? Volland, wenn man nur mal daran denkt. Oder auch Schalai, der aber, ich glaube, jetzt überhaupt nicht spielt. Da ist auf jeden Fall mal Volland, der auch mit nach hinten arbeiten muss. Das heißt schon was. Und Baumann macht die ganze Sache hier spannend. So, Niemeyer, komm hoch da. Jawohl. Heller hat ein bisschen Zeit, ein bisschen Platz. Da ist Niemeyer. Ah, der Pass kommt zu spät. Kurani haben sie natürlich noch im Sommer verpflichtet von Dynamo Moskau. Haben sie natürlich auch. Der kennt sich mit der Bundesliga auch aus. Schön von Isaac. Success. Also ist auch sehr zweikampfstark. Hat es auch einen Vorteil gegenüber Rosenthal. So, jetzt Rausch. Zieht ihn in die Mitte. Hat ein bisschen Platz. Rausch macht's alleine und der ist drin. Aus Spitzenwinkel. 44. Minute. 1:0. Für uns. Für den SV Darmstadt 98. Gegen die TSG aus Hoffenheim. Da hat er Rausch super gemacht. Da grätscht Kim Jin-Zu, glaube ich, vorbei. Und dann war ich mir nicht sicher, ob ich in die Mitte passen soll, ob ich in die Mitte ziehen soll. Aber Rausch macht das aus spitzen Winkeln. Da sieht Baumann auch nicht ganz gut aus. Also der ist auch zu halten. Bin ich der Meinung. Aber egal. Gut für uns. Wir belohnen uns endlich für eine gute Hälfte. Sie war nicht perfekt. Sie war nicht so ganz souverän, aber sie war gut. Wir standen hinten gut, haben uns vorne Chancen rausgearbeitet und somit führen wir erstmal verdient mit 1:0. Hoffentlich können wir das auch mitnehmen in die Halbzeitpause. Jetzt haben wir vielleicht nochmal eine Chance zum Kontern. Success. Schickt da unten Kavanda, den Rechtsverteidiger. Das gibt es ja gar nicht. Oh, der hätte ich schön schicken können. Kavanda, schöner Pass. Da ist Peter Niemeyer. Ja. Aber warum kommt der so weit mit nach vorne? Der soll das eigentlich gar nicht. Ich meine, solange es gut geht, ist es okay. Aber wenn es dann irgendwann mal schief geht, dann bist du wieder der Gearsche. Egal, 1:0 für unsere Lilien, die heute mal ganz in Orange spielen. Orange scheint uns irgendwie Glück zu bringen. Ein Schuss, ein Tor, die Bayern, die Bayern. Heute mal nicht. So, gibt es weitere Überraschungen? Die Bayern, liegen sie wieder hinten? Nein. Frankfurt führt, die sind eigentlich ganz gut drauf. Dortmund führt, ja, sind vor uns. Aber mit denen brauchen wir uns überhaupt nicht messen. Also, die sind eigentlich gar nicht in unserer Region. Bin froh, wenn wir rechnerisch nicht mehr absteigen können oder auf dem 16. Platz sein können. Und das, was danach kommt, das ist alles Zusatz. So, Václav Kadets holt sich den Ball. Jetzt Heller. Václav Kadets läuft durch. Kriegt er den? Ja. Den kriegt er. Läuft er durch. In der Mitte, wen haben wir da? Ganz hinten. Ach Gott. Abgerutscht. Scheiße. Hinten wäre Rausch gewesen. Habe ich gerade noch gesehen. 9 Tore von Rausch. Ich glaube, der erfolgreichste Torschütze von uns. Und ist nicht mal ein Stürmer. Ist nicht mal ein Stürmer. So, Heller wieder. Heller, da ist Niemeyer. Schickt mal Success. Ja, kein Abseits. Isaac Success. Schade. Der kann sich leider da nicht durchsetzen. Dann wäre die Chance vielleicht noch ein bisschen gefährlicher geworden. So, jetzt Kader Rabeck. Hat da Probleme. Weil Wasser, Kadlitz und Niemeyer und wie sie nicht heißen, raufgehen. Weil sie wieder füreinander fighten und kämpfen. Das, was ich so in den letzten beiden Spielen ein bisschen vermisst habe. Oder sagen wir mal im letzten Spiel. Gegen Hannover war es ja noch okay. Oh, jetzt müssen wir erstmal aufpassen. Ich glaube, Zulu hat da daneben gegriffen. Kurani! Ja. Schöner Schuss, aber Matenia hält. Und sofort geht es wieder in die andere Richtung. Heller. Heller. Unten auf Konstantin Rausch. Klasse Pass. Oder kommt Baumann raus. Baumann kommt und hat den. Aber, wird es aber gefährlich. Nee, haben die Hoffenheimer unter Kontrolle. Erstmal geklärt. Kim Jin-Zu.
Kurani und wieder Kim Jin-Su, Eugen Polanski. Schade, hätte Baumann da nicht ein bisschen später kommen können. Schade, schade, schade. So, Kader Rabeck. Kader Rabeck weiß nicht wohin. In der Mitte ist Eugen Polanski, der Kapitän. Niemeyer gegen Schmied. Ach, schade. Kurani, jetzt müssen wir aufpassen. Nicht durchstecken. Nicht durchstecken lassen. Wieder Polanski. Schön von Niemeyer und von Zulu. Und nochmal Niemeyer. Und schon haben wir die Situation wieder geklärt. So, Watzlaw kann jetzt mal außen läuft Kavanda mit. Unser Rechtsverteidiger. Francic. Ja, muss das Spiel verzögern. Wir mussten das Spiel verzögern, weil kam leider niemand nach. Aber dieser Kavanda, der ist mir ein bisschen zu offensiv. Ich meine, wenn es gut geht, wenn wir hinten die Leute haben, ist das schön und gut. Aber wenn man dann mal hinten so offen steht, das ist Kurani. Das habe ich gemeint. Dann fehlt einer. Dann verlieren wir das Kopfball in der Mitte. Und gerade Kevin Kurani, ey. Weißt du, der hat bestimmt kein einziges Saisontor. Und jetzt hat er sein erstes Saisontor wahrscheinlich geschossen gegen uns. Und da fehlt jetzt ein Rechtsverteidiger. Da muss ein Sechser mitgehen. Und da ist Zulu in der Mitte. Der verliert leider das Kopfballduell gegen Kevin Kurani. Der macht sein, na? Wie viel ist Saisontor? Sein erstes? Oh, sein sechstes schon. Ui. Mensch, schade, aber zugeschlagen. Schade. Ein bisschen unglücklich, leider. 1:1. Jetzt müssen wir wieder in die Spur finden irgendwie. Wir dürfen uns jetzt nicht irgendwie rauslocken lassen. Dann lieber nur einen Punkt mitnehmen, anstatt hier zu verlieren. Schalai Volland. Da ist Schwegler. Aber trotzdem weiter vorne drauf gehen. Auf Süle vor allem, der ist ein bisschen unsicher gewesen in der ersten Halbzeit eigentlich. Hat sich wahrscheinlich jetzt wieder ein bisschen gefangen. So, Peter Niemeyer. Stark gemacht. Schick da. Marcel Heller kriegt er da gegen Scheer. Nee. Scheer ist auch einfach stark. Aber Heller setzt nach. Komm, komm, komm. Weiter nachsetzen. Solange nichts verloren ist. Oh. Success. Wäre da fast dazwischen gegrätscht. Erfolgreich dazwischen gegrätscht. So. Kurani gegen 3. Das gewinnt er nicht. Das gewinnt er nicht. Und jetzt mal wieder hinten aufbauen über Caldirola und Kavanda. Schickt Watzlaw Cutlets in Lauf. Ja, da schön gemacht. Müssen wir unten spielen. Fehlpass. Scheiße. Das ist ein bisschen durcheinander hier. Fabian Scheer. Niklas Süle raus auf Kader Rabeck und der auf Rudi. Wir können auch mal beim nächsten Mal wechseln. Vielleicht müssen wir einfach mal ein paar frische Kräfte reinbringen. Wir haben sie ja auf der Bank. Also daher gar kein Problem. So, Fabian Scheer. Aufnahme sind jetzt so ein bisschen um Spielkultur. Spielkultur sagt man das so. Um Spielruhe bemüht. Ich sage jetzt einfach mal, aufgepasst. Jonathan Schmied schickt jetzt Kevin Kurani auf der Außen gegen Zulu. So, jetzt wechseln wir mal. Und ihr habt gerade schon gesehen, nächstes Spiel bei Borussia Dortmund im DFB-Pokal geht es dann in die nächste Runde. Dream Green und vielleicht mal Rosenthal als hängende Spitze. Isaac Success gefällt mir heute ein bisschen besser als im letzten Spiel. Wie gesagt, der Koffer da an die Latte. Schade, dass er nicht reingegangen ist. Kein Foul von Rausch. Jetzt mal die Chance zu kontern. Meine Spezialdisziplin, nicht Frantic. Das ist der eingewechselte Julian Green. Ja, Julian Green. Unten auf Florian Lungwirth, die beiden eingewechselten. Schade, gleich mal ein Zusammenspiel. Hätte ich aber auch besser ausspielen müssen. Na. Und dann hat Rosenthal das Pech, dass er leider angeschossen wird. Schade. So, 10 Minuten. Was kommt noch von Hoffenheim? Was kommt noch von uns? So, schön gemacht. Rosenthal. Frischer Mann. Müsste eigentlich noch fit sein. Kommt. Success läuft nach gegen Kader Rabeck und gegen Süle. Auf Baumann rauf. Ganz blöd gemacht. Das Success und da ist Mario Francic. Ach, das können wir besser ausspielen. Das müssen wir auch besser ausspielen. Gar keine Frage, wenn wir so Chancen kriegen. Freistoß nochmal für die Hoffenheimer. Naja, aber der Success, der ist jetzt auch am Arsch. Er ist gelaufen wie sonst was. Der hat echt viele Kilometer gespult, abgespult. Jetzt halt müssen wir aufpassen, dass wir hinten, oh, wenigstens keins mehr kassieren. Also wenn wir vorne keins mehr schießen, sollten wir zusehen, dass wir hinten keins mehr kassieren. Weil die Hoffenheimer machen jetzt nochmal ein bisschen mehr Druck. Und wir leisten uns ganz schön viele Fehlpässe in letzter Zeit. Süle gegen Success. Ja, hat Süle Glück gehabt. So, aber nicht rauslocken lassen. Das ist das, was die Hoffenheimer jetzt nochmal wollen in den letzten Minuten. Kader Rabeck. Kader Rabeck gegen Francic. Ja, und ganz zurück zu Baumann. Bringt uns Zeit. Baumann, macht er vielleicht einen Fehler? Oliver Baumann. Oh, nein. Rosenthal wäre fast dazwischen gekommen. Rudi. Jolinton, Schwegler, Volland. Jetzt bitte kein Gegentor. Jolinton und Zulu. Oh, Alltag Zulu ist dazwischen. Aber kein Foul von Rudi und Schwegler. Mit der allerletzten Chance. Mit dem Schlusspfiff. Da haben wir nochmal Glück gehabt. Also 1:1. Wir können wieder nicht gewinnen. Drittes Spiel in Folge.
drittes Mal unentschieden in der Rückrunde. Ja, alles klar. 3 Punkte aus 3 Spielen. Ist für Darmstädter Verhältnisse gar nicht so schlecht, sag ich mal. Bester Mann war Luis Pedro Cavanda, der mir, wie gesagt, ein bisschen zu offensiv spielt immer. Ich meine, ist ja gut, wenn er sich ins Spiel mit nach vorne einbringt, aber ja, nicht so riskant. Jetzt im Viertelfinale gegen Dortmund. Eieiei, da können wir echt nur... Na gut, aber es ist Pokal, ne? Pokal hat seine eigenen Gesetze. Gab's denn schon Spiele? Ja, Mainz haut Schalke raus. Da haben wir die erste Überraschung. Mainz haut Schalke raus, 2-1. Leverkusen gewinnt 5-4 nach Elfmeterschießen, ja, im Derby, im Rhein-Derby, was weiß ich. Also auf jeden Fall sind die schon mal weiter. Und dann spielen noch Augsburg gegen Braunschweig, ja. Braunschweig hat Hamburg rausgehauen, Augsburg führt. Wir die Frankfurter Eintracht, Dortmund hat Union Berlin rausgehauen. Und somit, ja, haben wir jetzt die leichteste Aufgabe eigentlich im Pokal, im Signal Iduna Park. Wir müssen es irgendwie schaffen. Also es ist zu schaffen, gar keine Frage. Ich sehe da überhaupt gar keine Bedenken. Vielleicht müssen wir mal die Mannschaft umstellen, Vielleicht werde ich auch mal ein bisschen die Formation umändern fürs Pokalspiel. Oder vielleicht, ich werde es auch so lassen. Ich meine, Pokal ist Pokal. Schauen wir einfach mal. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Oder ein Abo, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder beim Viertelfinalspiel im Pokal beim BVB. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir eine Sensation schaffen. Wäre ja nicht ganz so verkehrt. Also, haut rein und ciao.